Ja, hallo. Freut mich, dass ihr an einem Sonntagvormittag alle schon zuschaut und eure Weihnachtsvorbereitungen mit Inkscape machen wollt. Ich bin Maren Hachmann, ich bin Mitglied im Inkscape-Projekt und wollte euch jetzt einmal in einem relativen Schnelldurchgang, Entschuldigung, einmal zeigen, wie ihr so eine Weihnachtskarte mit Inkscape basteln könnt. Und dabei wollte ich euch auch gleich so eine kleine Einführung in Inkscape geben. Das heißt, wenn ihr noch ganz neu seid und das noch nicht kennt, könnt ihr jetzt so einen Einblick bekommen darin, was eigentlich alles möglich ist, und was ihr relativ schnell auch selber lernen könnt. Oh, Himmel. So, das heißt, wir machen zuerst mal Inkscape auf. Genau. Und wir machen ein neues Dokument. So, und ihr seht jetzt schon, das hier ist das Inkscape-Fenster. Und gleich als erstes wollte ich euch einmal zeigen oder erklären, was das eigentlich alles hier so ist, was ihr so seht in diesem Fenster, bevor ich wirklich loslege mit dem eigentlichen Zeichnen. Ach so, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, da das Ganze relativ zügig sein wird, was ich hier mache. Und weil es auch eine gewisse Verzögerung gibt, bis das dann bei euch auf dem Bildschirm landet, möchte ich euch bitten, eure Fragen aufzuschreiben und möglichst detailliert, dass ihr auch noch am Ende wisst, worauf sich das bezog, weiter zuzugucken und dann hinterher nach dem zweiten Vortrag, der um, oh Gott, wann ist der zu Ende? 12:50 Uhr plus 45, naja, irgendwas um kurz nach eins oder kurz vor eins. Nee, Quatsch. Zwei. Genau, der dann zu Ende geht, dass ihr dann danach in diesen Jitsi-Raum kommt, der dann noch geöffnet sein wird für eure Fragen. Und dann zeige ich euch das nochmal in Ruhe, wenn da irgendwas ist, was ihr wissen möchtet. So, okay. Bürokratisches aus dem Weg. Jetzt sind wir hier im Inkscape-Fenster. Ihr seht gleich als erstes in der Mitte die sogenannte Seite, dieses hier, dieses Viereck. Das ist der Bereich von eurer Zeichnung, der später auch zum Beispiel in einem Webbrowser oder von anderen Programmen außer Inkscape angezeigt wird. Alles außenrum, das was weiß ist hier und bei euch möglicherweise nicht weiß, sondern grau, glaube ich, standardmäßig. All das ist auch noch Zeichenfläche, aber es ist nicht unbedingt immer sichtbar. Also ist halt für die Bearbeitung in Inkscape nützlich. Ihr könnt da auch daneben arbeiten, neben der Seite und auch Dinge von dort zum Beispiel in andere Formate exportieren. Aber eigentlich wird es standardmäßig nicht angezeigt. So, genau, dann haben wir hier die wichtigste Leiste überhaupt, das ist die Werkzeugleiste. Hoch, da geht schon mein Menü auf. Da sind die Zeichenwerkzeuge, die in Inkscape zur Verfügung stehen, allesamt aufgelistet. Wenn es bei euch nicht ganz passt, weil die Icons zu groß sind, könnt ihr das hier einmal breiter machen oder schmaler. Dann tauchen auf jeden Fall alle auf. Dann seht ihr hier oben die Menüs. Wenn ihr irgendwann mal viel Zeit habt, solltet ihr euch und ihr euch tatsächlich mal länger mit Inkscape beschäftigen möchtet, um euch da irgendwie wirklich einzuarbeiten, solltet ihr euch die einfach mal in Ruhe durchlesen und gucken, was es da alles so gibt. Da gibt es ganz viele ganz spannende Dinge, die man alle machen kann und die man alle ausprobieren kann. Und dann gibt es darunter oder je nach Bildschirmformat auch hier auf dieser Seite angezeigt, die Kontrollleiste, da sind so Sachen drin wie Dokument speichern, Dokument exportieren, drucken, Sachen ausschneiden, Dinge gruppieren. Und die wichtigsten Dialoge, die man braucht, so am Anfang, sind hier auch einmal als Icons dargestellt. Und können von hier aus geöffnet werden, natürlich. Dann habt ihr darunter eine Leiste, die ändert sich, wenn ich ein anderes Werkzeug auswähle. Und mit der könnt ihr jeweils die Funktionalität des Werkzeugs beeinflussen. Das heißt, fürs Auswahlwerkzeug zum Beispiel könnt ihr sagen, wie groß ein Objekt sein soll, was ihr habt, oder ihr könnt es verschieben oder ihr könnt es drehen.
Fürs Knotenwerkzeug habt ihr hier verschiedene Icons, die die Knotenform beeinflussen und welche Knoten ihr bearbeiten könnt. Und für Rechtecke könnt ihr Dinge einstellen, für Sterne und so weiter. So, und dann gibt es hier auf der rechten Seite ganz oben noch die Einrasteinstellungen. Die werden wir gleich benötigen, aber im Moment lasse ich sie noch aus. Und dann gibt es hier unten die Palette. Ich habe mir mal eine schöne ausgewählt, die mir gefällt. Ihr könnt das, wenn ihr hier auf dieses Hamburger-Icon klickt, auch machen. Und hier ganz unten, das Allerwichtigste überhaupt im Inkscape-Fenster neben der Zeichenfläche, ist die Statusleiste. In der könnt ihr immer sehen, was ihr aktuell für Möglichkeiten habt zu machen mit eurem Werkzeug, was ihr gerade ausgewählt habt. Und ihr könnt sehen, wie das aktuell ausgewählte Objekt gefärbt ist, welche Eigenschaften es hat, ob es durchsichtig ist, in welcher Ebene ihr euch befindet und wo ihr euch auf der Zeichenfläche befindet, könnt ihr auch sehen. Okay, so, dann noch kurz zur Orientierung auf der Inkscape-Zeichenfläche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich in der Zeichnung zu bewegen. Ich zeige euch jetzt erstmal nur eine, weil das die ist, die ich am häufigsten benutze. Zum einen, um zu zoomen, verwende ich Steuerung und das Scrollrad. Und ihr seht, das Zoomzentrum bleibt die Maus, die bleibt immer an der gleichen Stelle. Das heißt, wenn ich hierhin zoome, zoome ich halt auf die Maus oder dahin. So. Und das andere ist, die Zeichenfläche zu verschieben. Es gibt dazu auch Scrollleisten, die habe ich sogar schon ausgeblendet, weil ich die nicht brauche. Oder ihr könnt auch mit der Tastatur euch bewegen. Aber was ich mache, ist, ich drücke die mittlere Maustaste, also im Grunde wieder das Scrollrad, und halte sie festgedrückt und verschiebe damit die Zeichnung. Ihr könnt auch all meine Tastaturkürzel und ähnliches hier in diesem kleinen Tastaturanzeigedingen hier verfolgen. Es kann manchmal sein, dass ich vergesse, das dazu zu sagen, was ich gerade festhalte oder drücke. Wenn das passiert, dann achtet hier unten drauf und später auch auf die Aufzeichnung oder kommt in die Fragerunde. Okay, so, da wir jetzt aber anfangen möchten, eine Weihnachtskarte zu zeichnen, müssen wir uns zunächst mal überlegen, wie groß die eigentlich sein soll. So typische Weihnachtskarten, wenn ihr die zu Hause ausdruckt, druckt ihr die möglicherweise auf Fotopapier. Fotopapier hat, zumindest meines, 4x6 Zoll, beziehungsweise circa 10x15 cm. Und das wollen wir jetzt erstmal einstellen für dieses Dokument. Diese Seite hier ist standardmäßig A4, aber wir ändern das mal. Wir gehen auf Datei, Dokumenteinstellungen. Und ich habe schon mal geschaut, hier könnt ihr eine ganze Menge Formate auswählen, aber was nicht dabei ist, ist Foto. Das heißt, wir müssen das selber einstellen, da hier Millimeter stehen. Müssen wir mal gucken, dass das dann 15 Zentimeter breit ist, also 150 Milliliter. Entschuldigung, ich bin gerade wegen meiner Tastatur ein Stückchen vom Mikro weggerutscht. Da wurde ich wahrscheinlich kurz leiser. Und bei der Höhe dann 10. Oder? Hoch 10, nein, 100. Habala. Oder, wenn ihr es einfacher haben wollt, wechselt ihr die Einheit und geht auf 6 mal 4 Zoll für randlosen Fotodruck. Okay, haben wir. Ich zoome rein. So, also das richtige Format haben wir schon mal. Dann geht es weiter. Unsere Zeichnung hier, ich mache es nochmal auf, hat also so einen blauen Himmel, ein paar Berge und ein paar Bäume und einen Text und Sterne. Und wir fangen mal von unten nach oben an. Das heißt, wir beginnen mit dem Hintergrund. So. Was ihr da gesehen habt, ist ein Rechteck. Dafür brauchen wir das Rechteckwerkzeug oder Rechteck und Quadrat. Und das funktioniert ganz einfach. Ihr klickt und zieht. Okay, so mein Rechteck ist hier jetzt. Ja, hat noch nicht die richtige Größe. Man könnte jetzt versuchen, das hier irgendwie so anzupassen. Das ist so leidlich spaßig. Oder man kann auch die Ecken abrunden mit den anderen Anfassern, die es hier gibt.
Wenn man das zurücksetzen möchte, kriegt man hier einfach drauf auf den Spitze-Ecken-Knopf. So, nun hat dieses Rechteck natürlich die falsche Größe und es ist ein bisschen schwierig, hier exakt diese Stelle zu treffen. So, das schafft man nicht. Und wenn man reinzoomt, ist es auch immer noch verkehrt. Das heißt, ich mache hier mal das Einrasten an. Und ihr seht schon, tschick, tschick, da klackt es sozusagen ein an der richtigen Stelle. Und das Rechteck hat die richtige Größe. So, nun hat es die falsche Farbe, muss man ja leider sagen. Erstens ist es teilweise durchsichtig, weil dieses Werkzeug bei mir zumindest die Stileinstellungen des letzt benutzten Werkzeuges übernimmt. Und zuletzt habe ich wohl Dinge gezeichnet, die halb durchsichtig und rot waren. Das heißt, ich setze die jetzt mit einem Rechtsklick hier auf dieses Deckkraftfeld, O wie Deckkraft, also Opacity. Könnte man eigentlich auch noch übersetzen. Auf undurchsichtig. So, jetzt ist es knallerot, einen blutroten Himmel zu Weihnachten wollen wir nicht. Machen wir mal blau. Das Blau ist mir noch zu hell. Mit den Palettenfeldern einfach draufklicken und schon wird die Farbe des aktuellen Objektes gewechselt. So, blau finde ich so, naja, gut. Es ist schön, aber es ist noch nicht das Richtige. Das heißt, als nächstes mache ich mir den Füllung- und Konturdialog auf. Das ist dieses Symbol hier, das vor dem Textdialog, den man vielleicht leichter erkennen kann. Eure Symbole mögen ein bisschen anders aussehen, die ihr habt, je nach gewähltem Icon-Set. Und dann öffnet sich der Füllung- und Konturdialog. Ihr könnt den auch hier über das Menü Objekt Füllung und Kontur oder mit Umschaltsteuerung und F öffnen. So, da kann man jetzt die Farbe einstellen. Und das machen wir mal. Ich mache es mal ein bisschen dunkler. So, das sieht doch schon eher nach einem Sternenhimmel-Hintergrund aus. Jetzt finde ich den so ein bisschen langweilig. Angenommen, wir haben hier den Horizont. Dann können wir uns überlegen, ob das vielleicht am Horizont noch ein bisschen heller ist, so als ob vor kurzer Zeit irgendwann mal die Sonne untergegangen ist oder als ob ganz weit hinten irgendwo eine Stadt ist oder irgendwas. Das heißt, ich ändere die Farbe nochmal in so einem Farbverlauf. Farbverläufe können wir entweder mit dem Farbverlaufswerkzeug machen, das zeige ich jetzt gerade noch nicht. Oder mit dem Füllung- und Konturdialog einstellen. Und es gibt lineare Farbverläufe, das heißt welche, die quasi von links nach rechts, von oben nach unten laufen. Den möchte ich ehrlich gesagt auch nicht, sondern ich möchte einen radialen Farbverlauf, also einen kreisförmigen. So, so sieht es erstmal ein bisschen komisch aus, weil nämlich die Farben unterschiedlich deckend sind. Und zwar habt ihr jetzt einen Farbverlauf standardmäßig von der vorherigen Farbe des Objektes zu vorherige Farbe des Objektes, aber klar, komplett durchsichtig. So, ich ändere das erstmal, weil ich möchte doch eine komplett deckende Karte haben. Jetzt ist wieder alles gleich gefärbt. Hier könnt ihr zwischen den verschiedenen Farbabstufungen des Farbverlaufs wechseln. Das heißt, das hier ist die Mitte. Und das hier ist das am Rand. Am Rand lasse ich es mal, aber ich möchte die Farbe in der Mitte ein bisschen ändern. So, und ich mache nur ein ganz kleines bisschen, so ein bisschen Nordlichtgrün. Ich weiß nicht, ob sich das so gut überträgt hier sozusagen zu euch, aber das hier ist ein leichtes Nordlichtgrün. Okay, damit haben wir hier einen Farbverlauf draufgesetzt, der standardmäßig sowieso in der Mitte. Ihr müsst ihn nicht verschieben oder irgendwas, sondern ihr könnt das einfach so lassen, wie es ist. Klack. Okay, wenn ich neben ein Objekt klicke, dann hebe ich damit sozusagen die Auswahl auf oder wähle ein anderes Objekt aus, wenn ich auf ein anderes Objekt klicke dabei. Gut, okay, haben wir das. Was brauchen wir als nächstes? Schauen wir nochmal nach. Okay, sieht so aus, als ob wir als nächstes Sternchen bräuchten. Ihr seht, die haben alle so ein bisschen leicht verschiedene Größen. Ihr seht, die sind alle ein bisschen in der Richtung gedreht und sehen anders aus.
Also sind halt rotiert dadurch. Natürlich sehen sie dann anders aus. genau. Und ihr könnt das automatisieren. Ihr müsst sie nicht alle einzeln genau so irgendwie machen und herstellen, sondern ihr könnt das automatisch erzeugen. Das ist sehr praktisch, die Funktion. Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. Okay, und das probieren wir jetzt mal aus. Also, um einen Stern zu zeichnen, nehmen wir ein Werkzeug, das tatsächlich auch Sterne und Polygone erstellen in seinem Hilfstext hat und wählen das aus. Und hier müsst ihr darauf achten, dass ihr den richtigen Modus verwendet. Das heißt, es können natürlich Polygone erstellt werden oder Sterne. Und ihr müsst die Sterne auswählen. Mein Stern soll 5 Ecken haben und keine Abrundung. Ihr könnt auf diese Felder hier draufklicken mit der rechten Maustaste und damit zwischen so ein paar Standardwerten wechseln. Und hier zum Beispiel gibt es die 0. Also ein nicht abgerundeter Stern mit 5 Ecken. Ich zeichne ihn mal hier auf das Dunkle und man sieht ihn nicht, weil die Farbe genau dieselbe ist wie vorher. Das heißt, ich mache ihn jetzt mal gelb. Oh, ein ganz schön spitzer Stern ist es geworden. Das heißt, ich ändere mit dem Scrollrad hier in dem Feld Spitzenverhältnis nochmal das Spitzenverhältnis. So. Sehr schön, das sieht jetzt aus wie ein richtig schöner, netter kleiner Stern. Er ist noch wesentlich zu groß. Und ich halte Steuerung fest, um das Seitenverhältnis nicht kaputt zu machen und mache ihn mal sehr viel kleiner. Und noch ein kleines bisschen fahler, also heller in dem Fall. So, jetzt lege ich den mal hier irgendwo hin und lasse ihn ausgewählt. Und jetzt kommt die Magie. Jetzt gibt es nämlich ein Werkzeug, mit dem man viele Kopien auf einmal von einem anderen Objekt zeichnen kann. Das wähle ich aus. Das ist das Sprühwerkzeug. Und ich wähle den Modus Klone zu sprühen. Das heißt, wenn ich die Farbe von dem ersten Stern irgendwann ändern möchte, beziehungsweise die Farbe aller Sterne irgendwann ändern möchte, dann brauche ich nur die vom ersten Stern zu ändern und alle anderen ändern sich gleich mit. Oder wenn ich die Form anpassen möchte, ändern sich auch alle anderen Sterne gleich mit, weil es eben Klone sind des Originals. Das heißt hier der zweite Button. Ich habe mir hier schon mal beim letzten Mal ausprobieren eine Breite eingestellt, die mir ganz gut gefiel, eine Menge, die mir ganz gut gefiel, nicht so furchtbar viele. Und genau. Und dann habe ich hier eingestellt bei Drehung die 100%. Das heißt, jeder Stern, den ich mache, kann sich um bis zu 360 Grad einmal komplett drehen. Das ist zufällig verteilt, wie die Kopien gedreht sind. Und unterschiedliche Größen bis zu 23% Abweichung. In beide Richtungen übrigens. Größer oder kleiner. Den Rest lasse ich einfach so wie in den Standardwerten und fange mal an zu sprühen auf meinen Himmel. Und ihr seht, ich bekomme ein paar Sterne. Hier will er nicht. Gut, kommt. So, fast ein paar viele. Da oben fehlen mir noch welche. Gut, ich bin zufrieden mit meinen Sternen. Jetzt kann ich vielleicht noch ein, zwei da in dieses Loch schieben. Das gefällt mir noch nicht so. Schwupp. Und auswählen und rumschieben. Und die hier unten brauchen wir eigentlich gar nicht. Denn da ist nachher sowieso unsere Landschaft. Okay. Und der ist mir hier zu sehr auf der Kante. Wenn das irgendwie schief gedruckt wird, dann fällt er nachher raus. Hier sind noch zwei, die außen drauf liegen. Die kommen auch mal irgendwo rein. So, das sieht doch gut aus. Mehr oder weniger. Jetzt haben wir schon Sternenhimmel. Praktischerweise ist hier tatsächlich, wo es heller ist, das so ein bisschen ausgespart. Das ist auch ganz gut. Das kommt doch hin. So, als nächstes schauen wir mal. Was brauchen wir? Wir brauchen so eine kleine Schneelandschaft. Ihr seht schon hier, künstlerisch wertvoll. Es wird nach hinten blauer. Die physikalischen Eigenschaften sind
beachtet sozusagen, wie es sich gehört. Und dafür brauchen wir also handgezeichnete Wellen. Okay, kriegen wir hin. Zum Handzeichnen gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es das Freihandwerkzeug. Damit könnt ihr einfach wie mit so einem Stift auf der Zeichenfläche rummalen. Ich mache das jetzt mal gerade hier. So, sieht ein bisschen blöd aus im Moment, weil es eine Füllung hat und keine Kontur. Das lässt sich aber ändern. Damit ihr den Rand ein bisschen besser seht und das nicht so komisch aussieht hier mit den Zacken, machen wir das mal kurz. So, ich rechtsklicke auf das Füllungsfeld hier unten und vertausche mal Füllung und Linie und ich entferne auch die Füllung. So, okay, jetzt habe ich hier erstmal so eine relativ unförmige Landschaft gezeichnet. Ich mache die mal wieder weg, die gefällt mir nicht. Dazu drücke ich einfach die Entfernen-Taste. So, weg ist sie. Jetzt machen wir das Ganze nochmal ordentlich. So, zum einen raste ich jetzt hier erstmal mit dem Werkzeug ein. So, ich fange mit dem hintersten an. Das heißt, ich raste hier oben irgendwo ein. Und dann zeichne ich mal so eine leicht geschwungene Landschaft hier so bis zum nächsten Ende. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus. Dann kann man mit diesem Werkzeug auch gerade Linien zeichnen. Das heißt, hier ist immer so ein aktiver Endknoten, an dem kann ich weiterzeichnen. Ich klicke einmal drauf und ihr merkt, durch das Einrasten komme ich gleich wieder hier an die Kante. Ich klicke nochmal. So, jetzt habe ich schon mal bis hier unten bis zur Kante weitergezeichnet. Jetzt mache ich das nochmal, fange hier an. Und wieder an die Ecke. Und nochmal. So, jetzt ist mein Objekt geschlossen. Ich kann es auch füllen. Jetzt sieht man sieht jetzt die Kontur schön, aber natürlich am Ende brauchen wir eigentlich eine Farbe. Das heißt, ich vertausche das gerade mal wieder und ändere die Farbe auf was ein bisschen besser passt. Okay, das ist ein bisschen dolle hell. Ja, so zum Beispiel. Mal gucken. Genaue Farbe müssen wir nachher noch anpassen. Es ist ja auch dunkel. So, okay. Gut. Damit haben wir hier ein paar Berge schon mal gezeichnet. Und es geht lustig weiter. Das nächste Werkzeug, was ich euch zeigen wollte auf dem Weg, ist das Bézier-Werkzeug. Damit kann man so eine Art parametrische Kurven zeichnen. Also die sind halt nicht freihand, sondern direkt durch Knoten, die man setzt, definiert. Und wir können uns das ja sonst vorher nochmal angucken. Das hier ist das Knotenwerkzeug. Hier könnt ihr sehen, überall, wo sich irgendwie die Krümmung der Kurve ändert. SVG ist ja so ein vektorbasiertes Format. Das heißt, alles beruht auf Mathematik. Überall, wo sich die Krümmung der Kurve ein bisschen ändert, ist so ein Knoten entstanden. Diese Dinger hier heißen Knoten. Und mit dem Knotenwerkzeug kann ich die auch bearbeiten. Das heißt, ich kann die verschieben. Und die haben so Anfasser, mit denen man die Krümmung der Kurve danach und davor ändern kann, wenn ich die lang ziehe. Ups, ja, durch das Einrasten ist das jetzt so ein bisschen hakt das. Dann kann ich damit die Kurve verformen. So. Oder aber in Inkscape ist es auch sehr praktisch. Ich kann einfach hier an der Kurve anfassen und die verformen. Das geht viel einfacher, als wenn man hier an diesen Knoten rumfisselt. Okay. So, solche Dinger entstehen jetzt gleich, wenn ich die mit dem Bézier-Werkzeug zeichne. Und auch hier werde ich jetzt mal das Einrasten wieder anmachen, damit ich an der Seitenecke ankomme. Und mit dem Bézier-Werkzeug geht es ein bisschen anders. Ich klicke, lasse dann los und dann klicke ich am nächsten Punkt und ziehe ein bisschen. Und nochmal klicken und ziehen. Klicken und ziehen, klicken und ziehen, klicken und ziehen, klicken und ziehen. So, und keine Ahnung, vielleicht so nochmal. So, okay. Jetzt schwupp an die Seitenecke und jetzt muss ich nicht zwischendurch
absetzen und wieder neu anfangen, sondern dass der Pfad bleibt immer schön dran hängen und ich klicke immer ein weiter, bis ich hier wieder am Ende ankomme, klicke den. Jetzt ist es geschlossen, aber es hat natürlich dieselbe Füllung wie vorher. Das heißt, ihr könnt es nicht sehen und deswegen mache ich es jetzt mal ein bisschen heller. So, okay. So, ich richte gerade nochmal die Knoten ein bisschen schöner aus. Und wenn ich außerhalb des Objektes klicke, kann ich das nochmal ein bisschen genauer beurteilen. Hier sieht es noch ein bisschen komisch aus. Das mal aus. So, vielleicht ein bisschen flacher. Ups. Okay, gut. Zweite Schicht von den Bergen gezeichnet. So, für ein etwas vollständiger wirkendes Bild zeichne ich jetzt noch eine dritte. Und die geht im Grunde genauso wie die letzte. Da machen wir uns jetzt nicht so viel Mühe. Und schupp, 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 schupp. Und klick, klick, klick. Gleiche Farbe wie vorher. So, okay. Bisschen zurechtzuppeln an den Knoten. Skischanze einrasten ausgemacht. Und ist natürlich schön, wenn das so ein bisschen gegenläufig ist zur vorherigen Schicht. Da habe ich nicht so gut aufgepasst. Stimmt, einrasten ist aus. Wieder anmachen, wenn ich den Eckknoten hier verschiebe, damit der fest bleibt. Okay, so, damit können wir einigermaßen leben. So, damit haben wir schon viele Werkzeuge kennengelernt. Wir haben das Knotenwerkzeug kennengelernt, das Auswahlwerkzeug, das Rechteckwerkzeug, die Sterne und das Sprühwerkzeug. Jetzt gucken wir uns an, wie wir den Text machen. Und ihr könnt es schon erahnen, wie das Werkzeug dafür heißt. Ich höre alle nicht reden, aber wahrscheinlich hättet ihr gesagt, wenn ich euch hören könnte, das Textwerkzeug müssen wir nehmen dafür. Okay, so meinen Text verfasse ich mal hier unten. Und wir möchten dem Adressaten frohe Weihnachten wünschen. Oh, man sieht das nicht. Mal gucken. So. Frohe Weihnachten. Und in einem anderen Text. Und ein gutes neues Jahr. Jetzt nachgeschlagen, ob man neues jetzt groß schreibt oder nicht. Man darf es. Okay. So, und was ihr jetzt seht, ist, die Schriftart ist noch nicht die richtige, aber es sieht schon mal sonst ganz gut aus. Textwerkzeug funktioniert also für einfache Texte, einfach mit Klicken und Losschreiben. Und hier oben in den Einstellungen vom Textwerkzeug gibt es jede Menge Sachen, die ihr alle einstellen könnt. Im Moment interessiert mich nur die Schriftart. Ich habe mir vorhin neulich, als ich das hier entworfen habe, ausgeknobelt, dass mir Sacramento gefällt. Das heißt, ich gebe die jetzt mal hier ein. Sacramento. So, genau. Das sieht doch schon besser aus. Ich kann auch die Schriftart für beide Objekte gleichzeitig ändern, indem ich das auswähle, die Umschalttaste festhalte, auf den anderen Text klicke und damit beide auswähle. Oder indem ich so einen Auswahlrahmen drumherum zeichne, das Textwerkzeug wähle und dann hier in meiner elendig langen Fontliste die richtige Schriftart auswähle. So, mal gucken. Muss ich nochmal neu machen. Sacramento. Schwupp. Und Enter. Und ich hätte jetzt gedacht, das passen sich beide an. Aber nein.
Das war wohl zu viel erwartet heute. Sacramento. Jetzt aber. Gut. So, diesen Text können wir gleich schon mal an die richtige Stelle verschieben. Das sieht schon fast gut aus. Ich halte Steuerung fest, um proportional zu skalieren. Ein bisschen größer kann es nämlich gerne sein. Und diesen Text hier machen wir auch größer. Aber wenn ihr nochmal vergleicht hier auf der Karte, liegt der so schön an so einer Kurve entlang. Okay. Um das hinzubekommen, muss man den Text logischerweise an einer Kurve entlang laufen lassen. Dafür brauchen wir zunächst mal eine Kurve. Ich habe mir überlegt, irgendwie muss ich das Kreiswerkzeug noch in diesen Vortrag reinschleichen. Das heißt, wir nehmen für das Zeichnen der Kurve mal das Kreiswerkzeug ausnahmsweise. Wir hätten auch ganz einfach hier Freihandlinie zeichnen können oder mit dem Bezier-Werkzeug eine Kurve zeichnen können. So, und ich mache mal das Einrasten aus. Das stört mich gerade. Das Kreiswerkzeug, ich mal einmal hier unten, erzeugt Ellipsen und Kreise. Wenn ich hier dran ziehe, kann ich damit die Form beeinflussen. Die Steuerung festhalte, zeichne ich nur Kreise. Und wenn ich loslasse, kann ich sehen, dass es hier nochmal Einstellmöglichkeiten gibt für die Breite und die Höhe. Und dass es hier so einen Pac-Man-Knopf gibt, mit dem kann man beeinflussen, ob der Kreis geöffnet, geschlossen ist und wenn ja, wie weit. Wenn man an so einem Knopf zieht, kann man entweder außen oder innen ziehen. Wenn man innen zieht, bekommt man so einen Kreis, ich glaube, es heißt eine Bogensehne. Und wenn man außen zieht, bekommt man so Tortenstücke Pac-Man-mäßig. So, unser Kreis soll jetzt gar nicht in die Richtung sein, sondern andersrum. Und nein, das stimmt überhaupt nicht. Das heißt, wir nehmen diesen hier weg und diesen hier runter. Oder, das ist jetzt so ein bisschen unperfekt, kann man es ja hier oben auch einstellen mit Anfang 180 und Ende 0 offenbar. So, jetzt ist es gerade. Okay, und ich mache mal die offene Form und schalte mal um zwischen Füllung und Kontur. Hier unten wieder Rechtsklick, Füllung und Linie vertauschen. So, und jetzt seht ihr auch, wo die eigentliche Kontur langläuft, die später für das Entlanglaufen des Pfades genutzt wird. Das ist jetzt ein bisschen steil noch. Ich mache den mal ein bisschen flacher. So vielleicht. Und ändere nochmal die Farbe. Wenn ich Umschalttaste festhalte und hier auf so ein Farbfeld klicke, kann ich die Farbe der Kontur ändern. Ich mache die mal leuchtend rot, damit man sieht, naja, obwohl das sieht man vielleicht doch auf dem Blau nicht so, vielleicht so. So. Okay, da haben wir unseren Bogen und wir können den jetzt noch ausrichten. Dazu gibt es hier das drittletzte Icon, das öffnet den Ausrichten- und Verteilen-Dialog. Ich habe das Objekt ausgewählt und ich möchte es mittig auf der Seite ausrichten. Das heißt, ich wähle hier relativ zu, Seite und klicke auf den Knopf, der vertikal zentrieren beschriftet ist, der Mitte bedeutet. So ist mir eigentlich immer noch ein bisschen klein. Wenn ich dieses Objekt jetzt von der Mitte aus gleichmäßig skalieren möchte, sodass es die Mittenposition nicht ändert, halte ich die Umschalttaste fest und ziehe an so einem Anfasser, der es breit zergelt. Okay, das könnte ja was werden. Jetzt habe ich hier meinen Text. Wenn ich den mittig ausrichten möchte auf diesem Pfad, dann muss ich diesen Text auch in sich mittig ausrichten. Dafür gibt es die Möglichkeit im Textwerkzeug. Ich habe hier doppelgeklickt, um das Textwerkzeug automatisch auszuwählen. Das funktioniert auch bei Rechtecken oder bei Kreisen zum Beispiel. Und hier oben gibt es so ein Ausklappmenü für die Textausrichtung. Ihr könnt links
ausrichten, ihr könnt den Text rechts ausrichten und ihr könnt ihn aber auch mittig ausrichten. Und jetzt seht ihr, dass hier in der Mitte vom Text so ein kleines Feld entstanden ist. Das ist der sogenannte Textanker. Dieser ganz winzige, naja, Anfasser ist es nicht, aber so ein kleiner Indikator. Genau. Und der markiert die Mitte des Textes. Wenn ich jetzt hier den Text verlängern möchte, dann ich wollte hochschreiben. So. Dann seht ihr, dass der Text sich zur anderen Seite gleichmäßig mit rausschiebt. Ups, das war einer zu viel. Okay. So. Jetzt habe ich meinen Text. Ich habe meinen Pfad. Ich wähle beide aus mit Umschalt festhalten und im Menü Text an Pfad ausrichten. Richte ich ihn am Pfad aus und schon läuft er so krumm über den Himmel, wie er soll. Okay, jetzt stört der Pfad noch das Gesamtbild. Und irgendwie, ich weiß nicht, kann das eigentlich noch ein bisschen größer. Mal gucken. Hier oben kann ich die Schriftgröße einstellen im Textwerkzeug. Vielleicht probieren wir mal 32. Wir wollen ja auch nicht, dass es hinten rausläuft, aber 33 könnte auch noch gehen. Okay, jetzt ist aber Schluss. Mehr ist nicht sicher, sonst reicht unser Kreis nicht und dann bricht es ab an der Stelle. So, jetzt haben wir hier dieses Kreissegment oder Bogensehne oder was auch immer und können die verstecken in unsere Zeichnung, entweder indem wir Füllung und Kontur ihr wegnehmen, indem wir hier jetzt bei Kontur auch noch auf Entfernen klicken, oder wir können es verstecken, indem wir es nach unten schieben. Und ihr habt schon gemerkt, wenn ich was Neues zeichne, dann landet das immer oben drauf. Manchmal möchte man ja die Reihenfolge Dinge nicht in der richtigen Reihenfolge zeichnen. Und dann möchte man die Reihenfolge in der Stapelordnung nochmal verändern. Das kann man machen, indem man hier diese kleinen Knöpfchen vom Auswahlwerkzeug nutzt. Und ich mache das mal. Da passiert noch nichts. Es rutscht jetzt um die ganzen Sterne rum. Das wollen wir nicht. Ich schiebe es mal gleich ganz nach unten. So, jetzt ist es unterhalb dieses dunklen Hintergrundes. Wenn ihr irgendwann mal so eine Übersicht braucht darüber, wo sich eigentlich Dinge in eurer Zeichnung befinden, dann könnt ihr über Ansicht, Anzeigemodus zum Beispiel den Konturenüberlagern-Modus nehmen. Und da könnt ihr das nochmal sehen, was hier alles in eurer Zeichnung sich eigentlich befindet und welche Konturen des Pfades es hat. So, ich mache die Ansicht mal wieder normal. Okay, so, damit haben wir unseren Text. Jetzt haben wir in der Original-Weihnachtskarte sozusagen, seht ihr, hat der Text so einen schönen leuchtenden Hintergrund, als ob das so ein bisschen über dem, wie so eine Art Feuerwerk oder sowas über der Zeichnung schwebt. Und das machen wir jetzt auch mit diesem hier. So, ich mache ihn noch mal ein bisschen heller, damit es schöner wirkt. Und so ein Schatten quasi, nur ein leuchtend, kann man machen, indem man zum Beispiel, es gibt mehrere Möglichkeiten, indem man zum Beispiel dieses dieses Textobjekt dupliziert. Das heißt, ihr erstellt eine Kopie dieses Objektes, die genau an derselben Stelle liegt wie das Objekt. Und das könnt ihr entweder machen, indem ihr hier oben auf gewählte Objekt duplizieren klickt oder indem ihr, so wie ich, Steuerung D drückt. So, habe ich gemacht. Man sieht keinen Unterschied, weil die beiden Objekte einfach direkt übereinander liegen. Ich demonstriere das mal. Chip, da ist es. So, rückgängig. Okay, jetzt liegt es also über dem anderen. Ich gebe ihm ein bisschen eine hellere Farbe. Und jetzt mache ich es leicht unscharf. Ihr seht schon, jetzt sieht es so aus, als ob mein Text angefangen hat zu glühen. Ich kann die Art des Glühens noch ein bisschen beeinflussen, indem ich
das entweder drunter oder darüber lege. Ihr seht, da ändert sich dann die Textfarbe in diesem Fall. Und mir gefällt es jetzt mit drunter besser. Aber das könnt ihr halten, wie ihr es wollt. So, okay. Hammer. Dann geht's weiter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Tannenbäume natürlich in unserer Schneelandschaft. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 12.36 Uhr. Oh, 4 Minuten für einen Tannenbaum. Naja, ich glaube, wir machen die Pause rein. Das wird sonst nichts. Gut, für so einen Tannenbaum, ihr habt gesehen, das sind sehr einfache Tannenbäume, verwende ich Dreiecke und ihr könnt das auch. Dafür wählen wir hier beim Sternwerkzeug die Polygon-Option aus und schalten es auf Dreiecken runter. Und wenn ihr jetzt ein Dreieck malt, seht ihr, ihr könnt ganz schwer nur die Richtung bestimmen. Also, dass das ganz genau waagerecht geht hier mit der Spitze, ist schwierig. Wenn ihr dabei aber die Steuerungstaste haltet, dann rastet das so in 15 Grad Schritten ein und dann ist es eigentlich ganz einfach. So, ein Dreieck. Okay, die Farbe ist noch nicht optimal für einen Tannenbaum. Mach das mal so und nehme ihm auch mal die Kontur weg. Kontur entfernen. So. Und nun kann ich entweder noch mehr solche Dreiecke zeichnen oder ich gehe genauso vor wie eben. Ich mache Steuerung D und habe jetzt dann noch ein weiteres Dreieck erzeugt. Dann halte ich noch mehr Steuerung fest, während ich hier draufklicke und es ziehe. Damit ziehe ich es gerade senkrecht runter. Ich kann es jetzt nicht mehr in andere Richtungen bewegen. Und dann halte ich die Umschalttaste fest und ziehe es ein bisschen breiter. Und das mache ich jetzt nochmal genauso. Steuerung D, Steuerung festhalten, runterschieben, Umschalttaste halten, breiter ziehen. Okay. So. Ja, so vielleicht. Das ist ein relativ dickes Tannenbäumchen im Vergleich zu den anderen, die ich vorher gezeichnet habe. Aber das geht schon. Vielleicht mal mit dem mal ein bisschen kleiner. Ein bisschen. Huch, na, das war jetzt verkehrt. So. Ah, schon ein bisschen besser. Okay. So, dann braucht unser Tannenbaum zum einen unterschiedliche Farben. Nach unten hin werden die Bäume ja älter, das heißt eher ein bisschen dunkler. Und die Stapelreihenfolge ist auch noch nicht richtig. Das heißt, den hier muss ich einen nach unten schieben. Und den da muss ich zwei nach unten schieben. So, jetzt kann ich das sogar noch ein bisschen schmaler machen. Sieht es ein bisschen echter aus. Okay, jetzt fehlt uns noch ein Stamm. Das kriegen wir auch ganz schnell hin. Ist ja einfach nur ein Rechteck. Das wird braun und kommt dahin. Und der Stamm kommt auch nach unten. Und jetzt wollen wir ihn wieder mittig ausrichten. Dazu wählen wir den Stamm aus und als zweites das Objekt, wozu wir ihn ausrichten wollen. Und jetzt wollen wir natürlich nicht zur Seite ausrichten, sondern zum zuletzt gewählten Objekt. Und wieder mittig. Und da habt ihr gesehen, dass der Stamm ein kleines Stückchen gesprungen. So, weil man jetzt diesen Tannenbaum hier ganz schwer so in einem verschieben kann, weil der ja aus so Einzelteilen besteht, möchte ich ihn gruppieren. Das mache ich, indem ich alle auswähle und Steuerung G drücke. Ihr könnt auch hier oben auf den Knopf hier drücken oder rechtsklicken und gruppieren. So, jetzt habe ich meinen Tannenbaum und kann ihn noch ein bisschen kleiner machen, Steuerung festhalten. Skaliert proportional. Und jetzt kann ich meine Tannenbäume hier hinten in der Landschaft verteilen. Ganz hinten ein paar kleine vielleicht. Kann die auch so vielleicht ein bisschen kleiner in die Richtung drücken, dass die nicht alle die gleiche, dieselbe Form haben. Den hier ein bisschen höher vielleicht. Dann kriegt er noch Zwilling. Ich drücke immer Steuerung D dazwischen. Und nochmal Steuerung D. Und damit kann ich hier
lauter Tannenbäume über meine Landschaft verteilen. Nach vorne werden die größer. Und vielleicht auch breiter. Und dann machen wir noch einen großen Tannenbaum für hier ganz vorne. So. Und so einen mittelgroßen für hier. Und irgendwie habe ich hier hinten so ein bisschen vergessen. Okay, jetzt kann ich diese Tannenbäume noch alle in die richtige Ebene setzen. Das heißt, ich tue die einfach mal ein bisschen dahinter. Huch, so war das nicht geplant. Immer schön das Richtige auswählen. Wenn das so ein bisschen komisch aussieht, kommen die einfach hinter die Schneekante. Der hier kann ja auch davor sitzen, das ist ja auch okay. Dieser hier von mir aus auch. Der hier hingegen kann der ja auch mal dahinter. Und der auch. So, sind wir sogar schon tatsächlich fast fertig geworden in der Zeit. Jetzt dekorieren wir uns noch unseren Haupttannenbaum mit einem Sternchen. Und dann sind wir schon fertig. Dieses Mal möchte ich einen Stern mit 5 Ecken zeichnen. Ich halte Steuerung fest, damit die Ausrichtung des Sterns stimmt. Und ihr seht, es klackt wieder in so regelmäßigen Abständen ein. Und ich mache unseren Stern schön satt gelb. Und irgendwie ist er trotzdem nicht gerade. Moment. Na gut, dann machen wir es andersrum. Aber wahrscheinlich geht das nicht mit 15 Grad und 5 Zacken. Oder? Okay, egal. Wir können den Stern auch selber drehen. Dafür klicken wir noch ein zweites Mal auf das Objekt und schnappen uns hier den Drehanfasser und machen den ordentlich gerade. Okay. So. Und dann positionieren wir ihn an der richtigen Stelle. Scheint im Moment noch ein bisschen groß zu sein. Steuerung festhalten, kleiner machen. So, und damit ist eure Weihnachtskarte fertig. Hier hinten dieser Stern stört mich noch. Ich halte Alt fest, um da drunter zu kommen. Und dann halte ich nochmal Alt fest, um ihn durch die Gegend zu ziehen. So, die hier können hoch. Schon wieder das Falsche erwischt. Gut, egal. Upp. Die schieben wir. Okay. Manchmal ist es schwierig, das Richtige zu erwischen, vor allem wenn man. Nicht die Alt-Taste gedrückt hält. So. Okay. So, damit sind wir tatsächlich durchgekommen in der Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ich hoffe, ihr probiert es auch alle fleißig aus und schenkt euren Freunden und Verwandten schöne Postkarten. Ihr könnt natürlich hier noch was anderes hinschreiben, die Namen reinschreiben, sowas wie Frohe Weihnachten, Mama oder so. Keine Ahnung, was euch halt so in den Sinn kommt und für wen die Karte ist. Und damit könnt ihr die Karten dann individualisieren und da freuen sich die Leute wie blöd drüber natürlich. Über sowas, wenn sie eine richtig individuelle Weihnachtskarte bekommen, die auch noch handgemacht ist und handgedruckt. Genau, so, jetzt sind wir tatsächlich, wenn ich das so richtig weiß, sogar 5 Minuten über die Zeit. Ich würde jetzt gerne 5 Minuten Pause machen und danach sehen wir uns wieder, um den Adventskalender zu machen. Okay, macht's gut erstmal.